Chaityasana, auch Chityasana genannt, die Stellung der Egge, Eggeasana oder auch die siegreiche Asana. Rafaela zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und halte die Knie außen. Dann bringe die Fersen unter die Gesäßhälften. Bringe die Ellbogen auf die Knie oder die Hände auf die Knie und schaue zur Nasenspitze. Eine weitere Variation ist, du gibst die Ellbogen tatsächlich auf die Knie und senkst dann den Kopf nach unten und schaust weiterhin auf die Nasenspitze. Es gibt also Chaityasana, Chityasana aufgerichtet oder auch nach vorne gebeugt. Diese Stellung entwickelt natürlich die Flexibilität der Hüften und der Fußgelenke in außergewöhnlicher Weise. Diese Stellung führt auch zu einer schönen Massage des Bauches, gehört auch zu den Gleichgewichtsstellungen, gerade wenn du die Hände auf den Knien hältst. Jitya heißt Sieg, Jaitya heißt zum Sieg führend, Jitya heißt aber auch die Egge. Und weil die Füße so auf dem Boden sind, ist das wahrscheinlich ein Grund, weshalb das als Egge bezeichnet werden kann. Nach einer anderen Ableitung ist es die Stellung des Sieges, weil Jitya Sieg heißt und Jaitya zum Sieg führend. Weitere Infos über dieses und viele andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.